Hallo und willkommen bei TechOff TV. Der Flughafen Funchal auf Madeira ist einer der interessantesten Flughäfen der Welt. Oft gibt es dort schwierige Windverhältnisse und wegen der Berge ist kein gerader Anflug auf die Landebahn 05, also aus Südwesten kommt, möglich. Im Internet gibt es viele Videos mit spektakulären Landungen und vor allem spektakulären Durchstartmanövern zu sehen. 2016 hatten wir die Gelegenheit, im Cockpit eines Airbus A321 der Condor mitzufliegen und den Anflug zu dokumentieren. Der Flugkapitän war dann auch so freundlich und hat hinterher noch einen Audiokommentar dazu gesprochen. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Johannes Winter von der Condor und an Flugkapitän Bernd Krome. Bisher war der Film nur auf Blu-ray und DVD verfügbar. Hier ist er nun frei für euch anzuschauen. Viel Spaß beim Anschauen. Herzlich willkommen zum Audiokommentar unseres Fluges von Stuttgart nach Madeira. Ich darf mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Bernd Krome, bin 46 Jahre alt, seit 10 Jahren Kapitän bei der Condor auf A320 und nebenbei stellvertretender Flottenchef der Airbus-Flotte. Mein Kollege, den Sie rechts im Bild sehen, Herr Daniel Hägele, Co-Pilot heute auf unserem gemeinsamen Flug, ist auch schon seit mehreren Jahren als Co-Pilot bei uns tätig. Ja, der Flug nach Madeira heute, ein knapp 4-Stunden-Flug mit einem A321, der Delta Alpha India Alpha Delta. Das Flugzeug wurde im Jahr 2014 produziert und von der Condor direkt in Dienst genommen. Was Sie im Moment hier sehen, ist das sogenannte Departure Briefing. Das heißt, der Kollege, der den Start durchführen wird, das ist in dem Fall mein Kollege Herr Hägele, für mich Daniel, weil wir uns im Cockpit duzen, der erklärt ganz genau, wie die Startleistung berechnet wurde, wie die Abflugroute ist, welche Funkfeuer dafür benutzt werden, welche Höhenfreigaben am Anfang schon existieren und auf welcher Frequenz dann am Anfang mit der Flugsicherung nach dem Start Kontakt aufgenommen wird. Das ist wichtig, damit das mentale Modell, das der fliegende Pilot, der sogenannte Pilot Flying hat, auch so transparent ist, dass der Kollege, der ihn überwachen soll, der sogenannte Pilot Monitoring, auch ganz genau weiß, was passieren wird und daher auch ganz genau sagen kann, dass jetzt etwas stattfindet, das nicht so vorher vereinbart und gebrieft wurde. Die Flugstrecke von Stuttgart nach Madeira am heutigen Tag eigentlich ähnlich wie ein Flug in Richtung Kanarische Inseln. Das heißt, es geht erstmal ganz grob zwischen Alp und Schwarzwald hindurch, dann quer über die Schweiz, durch Frankreich, übers Zentralmassiv, über die Pyrenäen hinweg und dann einmal quer durch die Iberische Halbinsel, um dann bei Lissabon Kurs direkt auf Madeira zu nehmen. Mit uns wollen heute 187 Passagiere fliegen und 5 Kollegen und Kolleginnen in der Kabine. Betankt wurde das Flugzeug für den Flug mit 15 Tonnen Treibstoff. Davon sind 11,5 reiner Tripfuel. Das heißt, den Treibstoff werden wir für den Flug selber verbrauchen. Die restlichen 3,5 Tonnen sind Reserve, um zum Ausweichflughafen fliegen zu können und dann auch dort noch Treibstoff zu haben für ein eventuell nötiges Holding. Nachdem wir alles geklärt haben und die Kabine Bescheid sagt, dass alle Gäste an Bord sind, haben wir auch Zeit, ganz kurz die Gäste zu begrüßen und daher jetzt die Passagieransage. Gäste sind alle an Bord. Lutsch Nummer 1 bekommen? Ja. Mit 186 Flights? Jawohl. Ja, vielleicht alles gut. Super. Danke, dann haben wir uns so gleich. Tschüss. Ja. Bis dann, ciao. Lutschst du mal drauf? Ja. Ja. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei uns an Bord auf unserem gemeinsamen Condor-Flug von Stuttgart nach Madeira. Mein Name ist Bernd Krome, ich bin Ihr Kapitän. Mein Kollege im Cockpit, Herr Daniel Hägele. Ja, die Türe vorne links, durch die Sie alle eingestiegen sind, die geht gleich zu und dann machen wir uns pünktlich auf den Weg in Richtung Madeira. Erstmal hier zur Startbahn 07, das heißt, es geht los in Richtung Osten, bevor wir dann in einer Rechtskurve in Richtung Schweiz folgen. Wie es dann weitergeht in Richtung Madeira und wie das Wetter dort ist, verraten wir dann später, wie Sie das gewohnt sind während des Reisefluges. Für den Moment möchte ich Sie einladen, es sich bei uns an Bord bequem zu machen. Bedanke mich fürs Zuhören. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome aboard this Condor service to Madeira today. My name is Bernd Krome. I'm your captain. My colleague on the flight deck, Mr. Daniel Hägele. The doors are closed. We're just getting our departure clearance for an on-time departure. Further information concerning the flight routing and the weather in Madeira later on during cruise flight.
Right now I would like to invite you to make yourself comfortable on board and thank you for listening. Und während wir uns vorne im Cockpit auf den Pushback vorbereiten, das Pushback-Fahrzeug fährt gerade ran, kümmert sich der Kollege in der Kabine um die Passagiere und startet die Sicherheitseinweisung an Bord. Hallöchen. Hallo. Major 4L, 4L, 4 rechts in Flight. Wunderbar, Dankeschön, meine auch. Sophia auf 3 rechts und 3 links sind auch in Flight. Dankeschön. Ja, Lache auf 2 rechts und 2 links sind in Flight. Super, vielen Dank, meine auch. Ciao. Super, danke, ciao. Während in der Kabine die Türen in Flight gestellt werden, lesen wir vorne im Cockpit die erste Checkliste, die Before Start Checklist. Und Checklisten kommen während des Fluges noch eine ganze Menge. Gerade eben haben wir die Freigabe zum Pushback erhalten von der Vorfeldkontrolle hier in Stuttgart. Das bedeutet, unten löst gleich dieses Elektrofahrzeug die Bremse und schiebt uns zurück. Währenddessen können wir die Triebwerke anlassen. Sie sehen den Kollegen, der unten mit dem Kopfhörer mit zurückläuft. Der ist unser Augenpaar am Boden und kontrolliert dann auch optisch den Triebwerksstart, den wir gleich oben im Flugzeug durchführen werden. Hier wird mit dem Start-Switch die Sequenz des Triebwerksstarts eingeleitet. Die wird vollständig von einem Computer überwacht, der nur für dieses Triebwerk, in diesem Moment das zweite Triebwerk, das heißt das rechte, zuständig ist. Aus der Hilfsturbine wird Zapfluft verwendet, um das Triebwerk anzudrehen, dann die Zündung eingeschaltet. Dann wird der Treibstoff zugegeben und dann läuft das Triebwerk selbstständig hoch. Ein Jettriebwerk funktioniert relativ einfach, wie mein Fluglehrer früher sagte, Suck, Squeeze, Bang, Blow. Es findet zuerst auf dem Triebwerk Nummer 2 statt. Das liegt ganz einfach daran, dass das Hydrauliksystem des zweiten Triebwerks das Haupthydrauliksystem für unsere Bremsen ist und die wollen wir so schnell wie möglich von einem Triebwerk hydraulisch versorgt haben. Und genau die gleiche Sequenz wird dann nach dem Start des rechten auch mit dem linken Triebwerk durchgeführt. Währenddessen ist gleich der Pushback-Vorgang beendet, das heißt, das Flugzeug kommt zum Stillstand und wir setzen die Parkbremse des Flugzeugs und das Pushback-Fahrzeug wird mit der Stange abgekoppelt und der Kollege am Boden meldet uns, dass dieser Vorgang dann auch vollständig abgeschlossen ist. Okay, der Pushback ist beendet. Bitte die Parkbremse setzen. Parkbremse ist gesetzt. Schleppgerät und Pin bitte entfernen. Und schon die nächste Checkliste nach dem Triebwerksstart. After Start Checklist. After Start APIs off. Status checked. Trim. Trim 4.0. After Start Checklist complete. Ja, das Flieger zum Abholen vorbereitet. Wunderbar, dann noch ein Handsignal und schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Ciao. Jawohl, Freizeichen von der linken Seite. Guten Flug, bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, tschüss. Flight Control Check.
Flight Control Check. Full left. Full right. Neutral. Full down. Full up. Neutral. Und das Radar. Full left. Nach dem Anlassen der Triebwerke werden die Steuerflächen kontrolliert. Ob die hydraulischen Leitungen alle funktionieren, ob die Steuerflächen weit genug und in die richtige Richtung ausschlagen und von beiden Sidesticks, mit denen wir das Flugzeug kontrollieren, auch angesteuert werden können. Standing by. Conda Trilli Makilo, request taxi. Conda Trilli Makilo, taxi holding point 07 via Mike India Kilo. Conda Trilli Makilo, Mike India Kilo holding point 07. Clear left side. Clear right side. Ansignal Radar. Yep. Ja, der Weg ist klar, denke ich. Ja. Brakes check. Und das Rollen auf einem relativ kleinen Flughafen wie Stuttgart ist sehr übersichtlich. Es gibt nicht ganz so viele Rollwege, ganz im Gegensatz zu größeren Flughäfen wie zum Beispiel London Heathrow. Da ist es sehr, sehr komplex. Da gibt es auch ein anderes System zum Beispiel, um das Rollen zu kontrollieren. Da gibt es farbige Lampen in den Rollwegen, die von der Vorfeldkontrolle ein- und ausgeschaltet werden können. Wie gesagt, hier in Stuttgart alles recht übersichtlich. Nichtsdestotrotz haben wir in unserem A321 ein Onboard Airport Navigation System, ein OANS. Da waren wir einer der ersten Kunden und das ist sozusagen wie ein Navigationsgerät im Flugzeug und man kann sich die genaue Lage der Parkposition auf dem Flughafen im Display anzeigen lassen und auch die Rollwege sind dort genau dargestellt. Guten Flug. So, jetzt erfolgt hier beim Verlassen des Vorfelds in Stuttgart schon die Frequenzübergabe an den Tower, der uns dann für den Start kontrollieren wird. Wir sehen gleich vor uns ein Flugzeug, das ist die KLM, die steht schon an der Position für die Startbahn 07 und wartet auch auf einen Start in Richtung Osten, so wie wir. Bei der Annäherung zur Startbahn erfolgt noch mal eine kurze Zusammenfassung des Abflugbriefings. Und in case of ist die Acceleration in 2800 Fuß bei 10 dmi Sierra Tango Golf rechts wieder nach Fettow auf 5000 Fuß. Jawohl. RTO, wie gesagt, 200 Meter ungefähr Stop-Margin, unkritisch, jetzt Obstacle limitiert, der Schornstein sein. Genau. So, und jetzt ist sozusagen Warten angesagt. Es sind mehrere Flugzeuge im Anflug auf die Landebahn 07 in Stuttgart und vor uns stehen auch noch die Kollegen von der KLM. Und während wir warten, meldet dann gleich auch die Kabine, dass sie fertig sind für den Start. Genau, so weiter hinten gleich. Ja. Muss gleich losgehen. Dann soll ich unterhalten. Good afternoon, Tower and 559 Papa, full established, ILS 07. Der 599 Papa, Tower, hello. Number 2 on final. Number 2. Tower, hallo, von der Trilli Makilo, ready in sequence. Von der Trilli Makilo, Tower, grüß Gott. Während wir dem Tower Bescheid gesagt haben, dass wir fertig sind zum Start, sieht man im Hintergrund schon ein etwas außergewöhnliches Flugzeug anfliegen. Es kommt gerade eben eine Transall. Hier in Stuttgart ist relativ viel Mischverkehr. Das heißt, wir haben ab und an militärische Flugzeuge, die vorbeikommen. Es ist relativ viel Kleinfliegerei und Geschäftsfliegerei auch in Stuttgart unterwegs. Ganz besonders merkt man das zu den Tagesrandzeichen. Morgens um 6 im Sommer ist Stau an der Startbahn. Da steht man auch gerne mal als 6. oder 7. Flugzeug an der Bahn. Und auch in so einer Situation ist Warten angesagt. Es bringt alles nichts zu versuchen, mit dem Tower zu verhandeln, ob man früher starten kann oder nicht. Die Sequenz ist ganz klar festgelegt und auch der Tower ist darauf angewiesen, dass die Anflugkontrolle, die für Stuttgart in Langen bei Frankfurt sitzt, auch genügend Lücken lässt, um zwischendurch einen Start zwischen den Landungen durchzuführen.
Yeah, cabin is ready. Before takeoff checklist. Before takeoff flight controls. Checked. Left set. German Air Force 283, taxi left and out here. Echo and November. Call Crow and 118 decimal 6. Takeoff, no blue. Takeoff, no blue. German Air Force 283 via Echo and November and say again last step. 118 decimal 6, the frequency ID. Hier ist grafisch die Abflugroute zu sehen, die Daniel gerade erklärt hat, und das nächste Flugzeug im Anflug auf die Landebahn 07 in Stuttgart. Ja, und hier die sogenannte FCU, da können wir die unterschiedlichen Betriebsarten des Autopiloten, Höhe, Geschwindigkeit und Richtung regeln und auch die Darstellungsweise auf dem Display, das Sie gerade gesehen haben, dem sogenannten NAV-Display. Hier landet das Flugzeug, das wir gerade auf dem NAV-Display schon gesehen haben. Und je nach Anflugstaffelung gelingt es dem Tower-Lotsen auch noch, die KLM starten zu lassen. Das ist nichts. Ja, zu knapp. Ja, auf jeden Fall ein kleines bisschen Headwind gleich. Genau. Wir machen uns da so ein kleines bisschen Gedanken auch immer, ob man den Passagieren erklärt, warum man so lange an der Bahn steht und aus welchem Grund man denn jetzt nun wirklich warten muss. Es hängt so ein kleines bisschen von der Abschätzung ab. Wenn es nur ein paar Minuten sind, dann verzichtet man oft darauf. Wenn es dann doch länger wird, dann wird die Tendenz größer, ein paar erklärende Worte für die Passagiere zu finden, damit sie einfach verstehen, warum sich nichts bewegt im Moment. Der nächste ist 95.000 Fuß. Also Wings 2 Equi Hotel, Wind 050 Degree, 6 Knots, Runway 07, get to land. Wenn man dann so eine Ruhephase hat, wie jetzt hier beim Warten an der Runway, da ist dann die Anspannung nicht ganz so hoch. Ein kleines bisschen Anspannung von so einem Start muss immer da sein. Die ist gut so und auch gewollt. Es ist aber auch ein großer Teil Vorfreude dabei, vor allem an so einem Tag wie heute, wenn man nach Madeira fliegen kann und darf. Da freut man sich auf den Flug. Schönes Wetter draußen, netter Kollege. Und dann ist es einfach so ein kleines bisschen wie, ich darf jetzt was ganz Tolles machen. Ja, dann nutzt man die Zeit an der Bahn da so ein kleines bisschen auch die Vorfreude zu genießen. Wenn es denn dann zum Start geht, dann rekapituliert man nochmal, ob man die Briefings irgendwie nochmal korrigieren muss. Ist der Wind noch so, wie man gerechnet hat vorher? Kommt jemand zur Landung? Ist jemand direkt vor mir gestartet, wo ich eventuell auf Wirbelschleppen achten muss und so weiter? Das heißt, je näher man an die Bahn kommt, umso mehr wird die Anspannung dann wieder in Richtung Arbeit. Jetzt dürfen wir hinter der KLM vorrollen zur Haltelinie der Startbahn 07. Das heißt, die KLM, die darf gleich vor uns starten. Und wie gesagt, das ist jetzt der Moment, wo dann die Konzentration wieder mehr auf den Start selber und den Flug geht. KLM 1870, Wind 060, Degree 6 Knots, Runway 07, get takeoff, Ali. Die Kollegen, du siehst schon von der KLM, die rollen schon los, die haben ihre Startfreigabe bekommen. Und der nächste Kollege hinter uns, der meldet sich auch schon fertig für den Start. Condor 3D Makilo, line-up, be prepared for quick departure, inbound 5.5 miles. So, beim Aufrollen wird der zweite Teil der Before Takeoff Checklist gelesen, Below the Line. Da machen wir 130 Diagonal 5. Below the Line. Take it from me. 07 PEX. Off. Before Takeoff Checklist complete. Der Tower hat uns gerade nach einer sogenannten Quick Departure gefragt. Wir rollen jetzt also recht zügig in die Startposition und dürfen damit rechnen, auch gleich eine Startfreigabe zu bekommen. Und das bedeutet, dass wir schon rechtzeitig anfangen, Startschub zu geben, denn die Triebwerke brauchen einen kleinen Moment, um hochzulaufen und die volle Leistung abzugeben.
Lando 3D Mark Kilo, inbound 3 miles out, wind 060 degrees, 6 knots, runway 07, good takeoff, ready? Lando 3D Mark Kilo, good takeoff, 07, rolling. Earth Control. Earth Control, takeoff. Die Kontrollübergabe fand statt. Daniel führt den Start durch. Dann beschleunigt das Flugzeug mit gut 30.000 PS auf die Abhebegeschwindigkeit von 290 km/h. Bei 100 Knoten wird überprüft, ob die Anzeigeinstrumente funktionieren. 100 Knoten. Check. Und dann wird der Start auch fortgesetzt zur Entscheidungsgeschwindigkeit, bis wohin man ihn abbrechen kann. Da nimmt der Kapitän, der immer die Hände am Schubhebel hat, weil er die Entscheidung über den Startabbruch treffen muss, die Hände vom Schubhebel und der Flug nach Madeira beginnt. Sobald das Flugzeug steigt, wird das Fahrwerk eingefahren. Man sieht, die Fahrwerkstüren gehen auf, das Fahrwerk wird eingefahren und wir nehmen schon Kontakt mit der Flugsicherung in Langen auf für die Freigabe entlang der Abflugroute in Richtung Schwarzwald. Langen, schönen guten Tag. Condor 3 Lima Kilo, passing 2100. Condor 3 Lima Kilo, hello, identified qualifier shortly. Lima Kilo. Shotgun, hello, jamming, fast Charlie Yankee. Jamming, fast Charlie Yankee, hello, you identified. Information uniform. Check. Speed check one. Uniform, okay. Speed check. Flaps one. Die Abflugroute selber hier in Stuttgart ist wie sonst auch festgelegt aufgrund vom Terrain um den Flughafen herum und auch aus Lärmschutzgründen optimiert an stark bewohnten Gebieten vorbei. Und es werden auch Abflugrouten tagsüber benutzt, die nachts nicht mehr geflogen werden, um eben die Lärmbelastung zu reduzieren. Gesteuert wird das Flugzeug von Hand im Moment von Daniel und nichtsdestotrotz hat der Pilot Monitoring, der Kollege, der nicht fliegt, sondern den Funk hat, die Hand in der Nähe des Sidesticks für alle Eventualitäten, falls etwas passiert, damit er sofort eingreifen kann. Dazu gibt es noch einen sogenannten Takeover-Control-Push-Button, das heißt, man kann wirklich die Kontrolle übernehmen und den Sidestick des Kollegen kurzzeitig ausschalten. Condor 3 Lima Kilo, climb flight level 140. Condor 3 Lima Kilo, climb flight level 140. Wir befinden uns jetzt in der Rechtskurve hier über Wernau und Köngen hinweg, um südlich nochmal am Flughafen vorbeizufliegen. Die Freigabe im Moment erfolgte schon auf Flugfläche 140. Director 119, decimal 85. 1985, German, Sasha, Yankee, Tau. HD 11 Alpha, right landing 070, clear TPS approach, runway 10, report established. Ah, der 119 Alpha 700 and TPS approach 1 Alpha. Ah, der 119 Alpha, please confirm, make it now heading 130, clear the TPS approach, runway 10 at Schwäbisch Hall. Ah, der 119 Alpha 130, cleared for TPS approach 010 Schwäbisch Hall. Departure, schönen Tag. Twitter 3 Mike Victor passing 2300. 223 Mike Victor, hello, climb flight level 140. Rechts vorne sieht man jetzt nochmal den Stuttgarter Flughafen im Bild und auf dem NAV-Display links zu sehen, wie wir dann am Flughafen noch einmal vorbeifliegen. Flap Zero. Speed checked. Flap Zero. So, jetzt mit dem letzten Einfahren der Landeklappen ist der Flügel wieder ganz clean, wie wir sagen. Autopilot 2, Lichter geht aus. Genau. In diesem Moment wurde auch der Autopilot eingeschaltet. Ja, dann you have control. Und es findet eine Kontrollübergabe statt, in diesem Fall von Daniel an mich, weil ich den Rest des Fluges durchführen darf und auch die Landung in Madeira. 3132, der Flugweg nach Madeira, wie vorher schon erwähnt, knapp 3000 Kilometer und mit unserem
Treibstoff, den wir getankt haben, ergibt sich dann am Ende für diesen Flug ein Treibstoffverbrauch von etwas mehr als 2,5 Liter pro 100 Kilometer pro Passagier. Maria 24 Zulu, maintaining flight level 70 and staying clear of military space and next report when Alpha can land. Outlet City Metzingen. Outlet City Metzingen. Ach so. HD 11 Alpha, please confirm full stop landing at Schwäbisch Hall. HD 11 Alpha, affirmative. Roger. Report fully established, HD 11 Alpha. HD 11 Alpha, call you. Tolle Sicht heute. Ja. Bis zu den Alpen schon. Ja. Connor, take the Makilo requesting descent. Connor, take the Makilo descent, flight level 250. Connor, take the Makilo, descending level 250. Jetzt verlassen wir unsere Reiseflughöhe, um den Anflug auf Madeira zu beginnen. Die erste Freigabe erfolgt auf Flugfläche 250, noch von dem Fluglotsen aus Lissabon. Und sobald man den Sinkflug beginnt aus der Reiseflughöhe, werden im Normalfall die Anschnallzeichen eingeschaltet. Dann können die Kollegen die Kabine vorbereiten für die Landung und wir hier vorne überprüfen noch einmal alle Systeme, um dann den Anflug detailliert vorbereiten zu können. Ein ausführliches Briefing des Anfluges ist insofern wichtig, als mein Kollege gleich ganz genau wissen muss, was ich während des Anfluges zu welcher Zeit tun werde, um mir Hinweise zu geben und im Zweifelsfall auch Korrekturhinweise und Windinformationen zur rechten Zeit geben kann. Ja, also fangen wir vorne an. Selbes Flugzeug, die Route, die drin ist, geht über Abuzu und dann den vordefinierten Anflug auf die Runway 05. Das machen wir gleich in aller Ruhe. Funschall ist auf 1 und 2. Die Problematik des Flughafens Madeira ist erstens historisch begründet. Früher war die Startbahn um einiges kürzer. Das heißt, die Piloten wurden damals eingewiesen, um mit der sehr kurzen Startbahn klarzukommen. Diese wurde zwar inzwischen verlängert, nicht geändert haben sich aber die Windverhältnisse am Flughafen. Auf beiden Seiten sind Täler, die die oft ablandigen Winde ablenken und zu Turbulenzen im Endanflug führen können. In der Mine Madeira approach, from the air, Condor 3D Makilo passing level 309 and descending 250 inbound Abuzu. Condor 3 Lima Kilo Botard, radar contact continuing descent altitude 4000 feet, QNH 1020, information Zulu. Condor 3D Makilo descending 4000 feet, QNH 1020, we have Zulu. 4000 feet blue, checked. Set QNH. QNH 1020 set and cross check, passing 29,800 feet now, checked. Nach dem Frequenzwechsel zur Anflugkontrolle vom Flughafen Madeira gab es eine Freigabe auf eine Höhe von 4000 Fuß. Die basiert wieder auf dem örtlichen Luftdruck, deswegen wurden die Höhenmesser schon umgestellt auf den örtlichen Luftdruck. Und nach diesem kleinen Intermezzo geht es mit dem Approach Briefing weiter. Wie gesagt, das Approach Briefing ist sehr, sehr ausführlich, immer vom Kapitän, weil nur Kapitäne den Anflug und den Start dann später auf Madeira durchführen dürfen. Das liegt daran, dass es eine Vorschrift der portugiesischen Behörden ist, dass nur Kapitäne dort anfliegen dürfen mit einer Zusatzqualifikation. Die besteht im Moment aus einem Simulator-Training. In diesem Training werden die verschiedenen Anflüge auf beide Landebahnen geübt, bei Tag und Nacht und vor allem bei unterschiedlichen Windverhältnissen. Und auch die Durchstartmanöver sind Teil dieses Trainings.
Aktuell hat die Condor auf beiden Flotten bei Airbus und Boeing etwa 15 Kapitäne mit dieser Funschalleinweisung. Das heißt, die Flüge verteilen sich auf einen recht kleinen Personenkreis. Die Einweisung ist nicht nur nötig, weil der Flughafen kein Instrumentenlandesystem besitzt, sondern nur ein Funkfeuer als Ablaufpunkt für einen Anflug, sondern auch vor allem aufgrund der anspruchsvollen Windsituation, die oft am Flughafen von Madeira herrscht. Zusätzlich ist Madeira recht isoliert im Atlantik. Als einziger Ausweichflughafen direkt um die Ecke sozusagen liegt Porto Santo. Der Flughafen ist recht gut ausgestattet. Es war früher ein NATO-Stützpunkt, hat eine recht lange Bahn, die auch eher einfach anzufliegen ist im Vergleich zu Madeira, und auch ein Funkfeuer ist vorhanden. Aber die Infrastruktur am Boden reicht wirklich nur, um im Zweifelsfall nachzutanken und einen anderen Flughafen anzusteuern. Das heißt, es gibt nicht genügend Kapazität zum Beispiel an Hotels, wenn man denn in Madeira nicht landen könnte, um dort mehrere Flugzeuge, das heißt auch bis zu 1000 Passagiere und mehr, auch mal über Nacht unterbringen zu können. Das heißt, die nächsten Ausweichflughäfen mit genügend Infrastruktur sind dann die Kanarischen Inseln, und die Flugzeit dorthin beträgt schon mindestens eine Dreiviertelstunde, je nachdem, welche der Inseln man dann ansteuert. Okay, und zum Mr. Broach. Den Mr. Broach Point überfliegen wir ganz entspannt auf dem Downwind, weil da haben wir die Bahn höchstwahrscheinlich schon in Sicht. Wenn wir im Short Final einen Go-Round fliegen und es nicht mehr schaffen, vorm Terminal abzubiegen in Richtung Osten, was ich präferieren würde, Heading 090 und auf 3000 Fuß steigen, dann müssen wir über die Bahn am Terminal vorbei, bevor wir den Turn einleiten. Flugzeug unter Kontrolle bringen, Fahrwerk einfahren und dann nach Osten abbiegen auf 3000 Fuß. Ja, in Ordnung. Genau. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Nee. Gut. Ich habe nichts entdeckt. Wenn der Wind jetzt so ist, wie er ist, dann ist er also von den Windlimits überhaupt kein Problem. Wenn er in diesen Sektor zwischen 20 und 40 reinfällt, dann haben wir das Limit von 20 Knoten mit Gast 30. Genau. Und es gilt der Touchdown-Anemometer. Der hatte jetzt aber gerade direkt auf der Runway 15 Knoten, also 0,5, 0,15. Richtig. Also sind wir noch ein Stückchen davon weg. Ja, auf jeden Fall. Ja, ein solcher Tag mit einem Anflug auf Madeira in Aussicht und schönem Wetter ist das, was man sich eigentlich immer erwünscht und erträumt hat, wenn man denn den Pilotenberuf als Traumberuf hat. Bei mir war es mit dem Alter von 6 Jahren, dass ich das erste Mal meinen Eltern erzählt habe, ich würde gerne Pilot werden. Die haben sich ein kleines bisschen gewundert, weil in der Verwandtschaft keiner ist, der Pilot ist, und wir keinerlei Bezug hatten. Ich war bis dahin auch noch nicht in Urlaub geflogen oder so ähnlich. Aber der Wunsch hat sich so lange gehalten, dass ich nach dem Abitur meine Bewerbung an die Lufthansa geschickt habe und das Glück hatte, dort die Ausbildung machen zu dürfen. Ja, und als Co-Pilot auf dem A320 habe ich dann beschlossen, ich möchte die Welt sehen, habe mich bei der Cargo beworben, war 7 Jahre auf der MD-11 als Co-Pilot weltweit unterwegs und fliege jetzt wieder seit gut 10 Jahren A320 und habe mich sehr an das Flugzeug gewöhnt, an seine kleinen Macken und auch das, was er mir an Spaß bietet und auch als Arbeitsplatz für mich bedeutet, als modernes Flugzeug, und genieße eigentlich jeden Tag, den ich zur Arbeit gehen darf. Es liegt daran, dass ich, so wie viele meiner Kollegen, immer noch das Gefühl habe, dass es was Privilegiertes ist, sich auch zwischendurch die Erde aus 11 Kilometer Höhe anschauen zu dürfen, und wir alle haben so ein gewisses Verhältnis zur Technik und Spaß daran, eben so ein Flugzeug zu bewegen, und genießen es eigentlich, jeden Tag zur Arbeit kommen zu dürfen, auch wenn der Wecker morgens um 1.30 Uhr in Hannover im Hotel klingelt. Können wir gleich nochmal gucken, wie das Wetter in Porto Santo ist. Genau, reicht's aus? Ja, zum Fenster rausgucken. Ich glaube, man so sieht reicht. Alles ganz gut. Da vorne siehst du die Küste schon. Ja. Bisschen bewölkt ist es dort. Ja. Der Wind war auch so vorher aus Norden, also VOR36 wird gut passen. Genau. Ein Landing Weight von 70 Tonnen ist auch in Porto Santo kein Problem. Wir
unterhalten uns gerade über Porto Santo. Das sieht man hier aus dem Fenster. Das hat man relativ selten, dass man seinen Ausweichflughafen direkt aus der Luft noch einmal betrachten kann, bevor man in den Anflug auf den Zielflughafen geht. Und ja, es hilft ein kleines bisschen. Man kann sogar die Windsituation ein bisschen einschätzen, wenn man eine Küste sieht. Aber es ist natürlich auch immer wieder ein schöner Anblick, so eine leicht bewölkte Insel aus einem Anflug zu sehen. Contract 470, contact Lisboa Control 132, decimal 250, bye bye, have a nice flight. Ist aber so hoch die Bewölkung der Palo Santo. Ziemlich, ja. Siehst schon die Runway. And, Madeira contact 470, just confirm 132250. Contact 470, that's affirm, 132250 for Lisboa Control. Okay, contract 470, thank you, bye-bye. Condor 3, Lima Kilo, continue descent altitude 3000 feet and clear the view, RDM approach to runway 05. Condor 3, Lima Kilo, descending 3000 feet, clear the view, RDM 05. 3000 Flug. Check. So, jetzt haben wir vom Anfluglotsen die Freigabe für den Anflug auf die Landebahn 05 in Madeira bekommen. Das bedeutet, wir dürfen auf die sogenannte Intermediate Approach Altitude sinken. In dieser Höhe beginnt der Anflug. Das sind in diesem Fall 3000 Fuß, ungefähr 900 Meter. Und der nächste Ablaufpunkt, den wir dem Lotsen mitteilen müssen, ist, wenn wir den Flughafen in Sicht haben. Das heißt, das Sichtanflugverfahren hinter dem Funkfeuer von Funchal einleiten wollen. Ja, das wichtigste Instrument bei einem solchen Anflug ist wie früher schon das Fenster, das heißt der Blick nach vorne zu schauen. Ich sehe das Gelände, ich sehe die Bahn, ich kann einen Windsack erkennen und daraus ein mentales Bild zu konstruieren, um eben die Anflüge bzw. diesen Anflug ganz speziell genau vorzudenken und durchdenken zu können. Aber aus Richtung Madeira doch recht geschlossene Wolkendecke dann. Ja, das stimmt. So ein Schlauch, der sich darüber zieht. Genau. Für den Abflug. So, jetzt wandert der Blick zum Seitenfenster hinaus. Da liegt Porto Santo. Man sieht die Wolkendecke, die die Insel zum Teil bedeckt. Man sieht aber auch die Landebahn. Damit kann man nochmal schauen, dass dort alles für eine mögliche Ausweichlandung vorbereitet ist. Wir fliegen jetzt weiter auf das Funkfeuer in Madeira zu, die sogenannte Funchal VOR. Und der Weg dorthin, diese paar Minuten, die sind noch einmal dazu da, um zu rekapitulieren. Habe ich alles gründlich vorbereitet? Habe ich meinem Kollegen alles mitgeteilt, was mir wichtig ist für diesen Anflug? Alle Besonderheiten besprochen? Und dann noch so ein kleines bisschen sich mental vorzubereiten und den Spaß sozusagen auch so ein bisschen vorzufühlen auf den Anflug jetzt in Madeira. Da hat es lange nicht mehr geregnet. Golfplatz ist ganz austrocknet. Das will was heißen. Ja. Das Geld ist Ausgang. Zum Bewässern, das kann auch sein. Man merkt, die Stimmung ist noch relativ gelöst. Wir machen noch einen kleinen Witz über den Golfplatz auf Porto Santo. Und jetzt geht es aber durch 10.000 Fuß hindurch und das bedeutet, es gilt das Prinzip des Sterile Cockpits. Das heißt, die Konversation sollte sich, wenn möglich, auf alles beschränken, was direkt mit dem Flug zusammenhängt.
Ja, als Arbeitsplatz ist ein A320 oder so wie heute ein A321 sehr angenehm, relativ ruhig für ein Verkehrsflugzeug. Wir haben genügend Platz im Cockpit und für uns kommt dazu, dass das Streckennetz der Condor relativ viele Möglichkeiten bietet, die griechischen Inseln oder eben jetzt auch Madeira öfter einen Anflug von Hand durchzuführen, das heißt ohne die Hilfe eines Instrumentenlandesystems. Und für uns bedeutet das immer eine kleine Herausforderung, weil man doch ein bisschen mehr gefordert ist mit dem manuellen Fliegen, aber auch ein bisschen mehr Spaß und auch Genugtuung, wenn der Anflug sehr gut geklappt hat und wir das Flugzeug an der Parkposition abgestellt haben. Also ein bisschen diesig ist schon da. Ziemlich, ja. Also ich sehe noch nichts von der Insel. Die Wolkendecke ist auf jeden Fall relativ dünn. Ja. Müssen uns merken, wo die Tops sind. Ah, da hinten kommt es dann langsam mal was aus. Die Wolkendecke nach Madeira hin, die ist relativ geschlossen, das heißt, man kann den Platz eben noch nicht erkennen. Die Wolkenschicht selber hier, die ist sehr dünn, wie Daniel gerade erwähnt hat. Das bedeutet, wir erwarten beim Durchfliegen der Wolken keine Turbulenzen im Gegensatz zu Gewitterwolken. Da ist die Dynamik innerhalb der Wolke so hoch, dass man solche Wolken weit umfliegt und versucht gar nicht durchzufliegen. Hier ist die Wolkendecke so, dass es für uns keinerlei Beeinträchtigung darstellt, außer eben eine Sichtbeeinträchtigung in Richtung Insel. Sieht auch klasse aus, oder? Mit dieser Inversion nach da oben drauf. Ja. Ja, hier hat schon 20 Grad. Solche Momente wie jetzt, das Eintauchen in die Wolkendecke, das genießt man als Besatzung auch während eines Anfluges kurz, springt aber gleich wieder zurück auf die Arbeit. In diesem Fall ein Hinweis, dass wir in 300 Metern den Sinkflug beenden müssen und in 3000 Fuß angekommen sind, wo dann, wie schon erwähnt, unser Anflug beginnen wird. 1000 to go. Checked. Sind 3,5. Ja. Die Wolkendecke, wie vorher schon angesprochen, ist heute recht dünn und sieht auch jetzt schon langsam Umrisse der Insel unterhalb der Wolken herauskommen. So, jetzt haben wir noch 3,5 Meilen bis zum Descent. Genau. Flaps one. Wir beginnen jetzt mit der Konfiguration des Flugzeugs für den Anflug und haben gerade die Landeklappen in die erste Stufe ausgefahren. Vor uns liegt jetzt schon die Halbinsel mit dem Funchal VOR, das heißt mit dem Funkfeuer. Aktuell fliegt das Flugzeug noch mit Autopilot und wir fahren die Landeklappen in die zweite Stellung. Man fährt zum Start und zur Landung die Vorflügel und auch die sogenannten Flaps hinten am Flügel aus. Das hilft, um den Auftrieb zu erhöhen und aber auch im Falle der Landung den Widerstand zu erhöhen.
Die Triebwerke brauchen relativ lange, um die volle Leistung zu generieren. Da nimmt man dann bei der Landung die Landeklappen als zusätzlichen Widerstand, um die Triebwerke künstlich bei einer höheren Drehzahl und auch höheren Leistung zu lassen, um im Falle eines Durchstartmanövers dann auch schneller die volle Leistung zur Verfügung zu haben. Die Anflugkontrolle hier erfolgt anhand der Karten, das heißt mit der Entfernung zum Funkfeuer ist eine Höhe vorgegeben. Diese Höhe wird dann überprüft. Es gibt eine Überflughöhe für die VOR, in diesem Fall 2090 Füße. Und man hat gerade gehört, im Hintergrund hat der Radio Altimeter das automatische Ausrufen der Höhe begonnen. Wir werden im Laufe des Anflugs immer wieder Höhenangaben vom Radio Altimeter bekommen. Sobald wir da unten durch sind, kannst du sagen, viel Zeit. Jawohl. Es geht es durch eine letzte Wolke durch, dann kommt der Flughafen in Sicht und wir sind dann sozusagen bereit, dem Tower zu melden, dass wir den letzten Teil des Anflugs beginnen können. Da haben wir es, ne? Ja, genau. Contour 3 Lima Kilo, clear inside. Contour 3 Lima Kilo, roger, wind 040 degrees, 13 knots, 105, clear to land. Contour 3 Lima Kilo, clear to land, 105. Wir sind also im Moment das einzige Flugzeug im Endanflug, daher auch schon die Freigabe zur Landung und die Windsituation im Moment ist so, dass der Wind von vorne kommt. Das ist für uns optimal. 3000 feet, can H1020, direct to Abuzu, number 3, no delay expected. Sie hören es gerade im Funk, da meldet sich ein weiteres Condor-Flugzeug. Am Donnerstag ist sozusagen der Funschalltag bei Condor und insgesamt sind an diesem Tag 6 Flugzeuge, die aus verschiedenen deutschen Städten Madeira anfliegen. Man sieht es gerade an Daniel vorbei, den Flughafen. Das heißt, man fliegt jetzt parallel zur Landebahn, um dann in einer langgezogenen Rechtskurve, gleich so wie vorher auf der Anflugkarte zu sehen, in Richtung Nordosten zu landen. Kurz vor Einleiten der Rechtskurve wird der Autopilot und die automatische Schubregelung ausgeschaltet. Manual Thrust. Viel Spaß. Manual Flight, danke. Speed managed. Gear down. Gear down. Das Fahrwerk ausgefahren. Set missed approach altitude 3000 feet. Und die Anzeigen im Cockpit für die Landung und ein mögliches Durchstartmanöver vorbereitet. Die Flight Directors, die Hinweise für Richtung und Höhe geben, werden ausgeschaltet, weil der Anflug komplett nach Sicht durchgeführt werden. Und jetzt auch die Landeklappen in die Endposition, nämlich Flaps Full gefahren. Flaps 3. Forward Flaps Full. Speed checked. Flaps Full. VLS Check. 35. Das sieht gut aus, glaube ich. Ja, so ein Knoten. Ah, da tun wir lieber 2 drauf. Landing checks, no blue. Landing, no blue, auto fast. Off, checked. Mugello 850. Das sieht ganz gut aus. One pass. Stabilized. Confirm. Nach vorne sieht man jetzt ein weißes Gebäude an der Küste. Das ist die Eisfabrik, der Ablaufpunkt Gelo, für den ist eine Höhe von 850 Fuß veröffentlicht. Das heißt, wenn man an diesem Gebäude vorbeifliegt und der Küstenlinie folgt, guckt man nochmal auf den Höhenmesser, ob das mit 850 Fuß passt. Hier im Endanflug wandert der Blick immer mehr nach draußen. Das heißt, die visuellen Hilfen neben der Bahn sind für mich ein wichtiges Hilfsmittel. Man kann jetzt hier die Hand am Sidestick erkennen. Auch wenn die Windsituation anfangs stabil aussah, so sind doch immer wieder einige Korrekturen nötig, um den Flugweg zu stabilisieren. Und dann wieder der Blick nach draußen, um
den 1000-Fußpunkt zu treffen. Das ist der zweite große Balken auf der Landebahn. Das ist unser Ziel für jede Landung. Dort sollte das Flugzeug am besten aufsetzen. 50, 40, 30, 20, retard. Heute hat mich eine kleine Böe dran gehindert, das heißt, die Landung wurde ein kleines bisschen länger. Nichtsdestotrotz sicher innerhalb der sogenannten Touchdown Zone. Das Auslösen der Schubumkehr und auch gleich die Kontrolle von Daniel, ob alle Systeme so funktionieren, wie wir das gerne möchten. Condor 3 Lima Kilo to the apron, drop and off of 7. Contact 3 Lima Kilo to the apron, step 7. That'll be page 55, proceed to final, runway 23, wind touchdown 23, 050 degrees 16 knots. Sitting final, runway 23, that'll be page 55. Mit Abflug gehe ich von aus. Gerne, ja. Wenn die Landung nicht zu lang war, kann man hier in Madeira die Bahn gleich nach rechts verlassen. Ansonsten muss man ein Stück die Bahn entlangrollen, um dann an einer Wendeplatte umdrehen zu dürfen und wieder die Bahn entlang zurückrollen und diesen Rollweg zum Vorfeld benutzen. Ja, ganz am Schluss haben wir mal so ein bisschen nach links gedreht. Da hatten wir die ganze Zeit so ein bisschen, muss ich sagen. Eher mehr, aber ja, der Wind hat nochmal aufgefrischt. Ja. Zwischen Schwelle und Touchdown. Ganz zum Schluss. Ja. So, jetzt hier auf dem Weg zur Parkposition, da löst sich auch so ein kleines bisschen die Anspannung, die sich dann doch während einem solchen Anflug aufbaut. Und man genießt sozusagen dieses Gefühl, das Flugzeug sicher ans Ziel gebracht zu haben. Ja, der Wind sagt, er steht auch total. Ja. Runway 855, wind 040 degrees 17 knots. Runway 05, clear to land. Runway 055. Jawohl. Bremsdruck vorhanden. Sehr gut. Das ist der richtige Parkplatz. APU available, lights off bitte. Das letzte Stück, das Einparken, das geschieht jetzt mit Hilfe des Fahrers von diesem Fahrzeug, von dem Follow Me, der winkt uns ein, wie wir sagen, und gibt uns Richtung und Entfernung bis zur endgültigen Parkposition vor. Und wenn wir in die Parkposition einbiegen und bevor wir die letzte Checkliste, die Parking-Checklist lesen, möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie dabei waren, die Einblicke in unseren Flug hoffentlich genießen konnten, und bedanke mich bei Ihnen allen fürs Mitfliegen. Eins geht. Jo. Zwei geht. Repeat 855 by Charlie Stand Alpha 2. By Charlie Stand Alpha 2, repeat 855. Parking radar, bring the switch here. Off. Engines. Off. Seatbelts off, exterior lights as required, fuel pumps off, parking brake shocks, parking brake on. Consider every way, parking check is complete. Dankeschön. Thank you. Only 40 on. Ja, das war's. Wie erwähnt, gibt es diesen Film auch auf Blu-ray und DVD. Da sind auch noch ein paar Extras drauf, zum Beispiel vom Rückflug der Start in Funchal und die Landung in Stuttgart. Außerdem kann man den Audiokommentar abwählen, wenn man sich jetzt nur auf Funk und Cockpit Talk konzentrieren möchte. Man kann auch einzelne Kameraperspektiven anwählen, also ganz cool eigentlich das Ganze. Auf der Takeoff TV Homepage, takeofftv.net, findet ihr die Links, wo man die Filme bei eBay und Amazon kaufen kann. Außerdem ist auf der Homepage ein Überblick mit weiteren Luftfahrtfilmen, die wir produziert haben, und mit coolen Luftfahrtprodukten, die wir anbieten.
Ja, vielen Dank fürs Anschauen und bis bald.